Hallo, mein Name ist David Nathan und ich lese heute das Hörbuch Die Welle von Morton Rhue. Viel Spaß beim Hören. Jetzt, nachdem er einige Stunden gelesen hatte, wusste Ben, dass er die richtige Antwort nirgendwo in Büchern finden konnte. Er fragte sich, ob es sich hier um etwas handelte, was die Historiker zwar wussten, aber nicht mit Worten erklären konnten. Konnte man es überhaupt nur an Ort und Stelle richtig verstehen? Oder vielleicht dadurch, dass man eine ähnliche Situation schuf? Dieser Gedanke beschäftigte ihn. Vielleicht sollte er eine Stunde oder zwei auf ein Experiment verwenden und den Schülern ein Gefühl dafür geben, was es bedeutet haben mochte, in Nazi-Deutschland zu leben. Wenn es ihm gelang, eine treffende Situation zu erfinden, konnte er damit die Schüler wirklich weit stärker beeindrucken als mit allem, was Bücher erklären konnten. Es war jedenfalls einen Versuch wert. Für mich war das eine sehr spannende Arbeit, weil ich das natürlich nachvollziehen kann. Ich verstehe, dass ein Lehrer, um seinen Schülern heutzutage Faschismus oder Totalitarismus beizubringen, es nicht leicht hat. Ich bin in der DDR aufgewachsen, in einem totalitären Regime mit Jungpionieren und FDJ und all diesen Dingen, die auch im Faschismus eine Rolle spielen, die immer in diesen Systemen eine Rolle spielen. Und für mich ist alles gut, was den nachfolgenden Generationen vermittelt, dass das unbedingt zu vermeiden ist und nie wieder passieren darf. Und gerade heute, wo diese Dinge anscheinend wieder im Kommen sind und ständig darüber geredet wird und sie in der Gesellschaft wieder fast salonfähig werden, Rechtsextremismus und Linksextremismus, ist es wichtig, dass so eine Bücher gemacht werden, damit junge Leute, wenigstens ein paar vielleicht, verstehen, warum das nicht geht. Laurie, du musst aufhören, gegen die Welle zu schreiben. Du rufst damit nur alle möglichen Probleme hervor. Die Probleme schafft die Welle, David. Nein, das stimmt nicht. Schau mal, Laurie, wir möchten dich gern auf unserer Seite haben, nicht gegen uns. Laurie schüttelte den Kopf. Auf mich kannst du nicht zählen. Ich hab dir gesagt, dass ich ausscheide. Das ist kein Spiel mehr. Es ist jemand zusammengeschlagen worden. Sie ging weiter, aber David blieb neben ihr. Das war ein unglücklicher Zufall, erklärte er ihr. Ein paar Typen haben einfach die Welle als Vorwand dafür benutzt, diesen armen Kerl zusammenzuschlagen. Siehst du das nicht ein? Die Welle ist wirklich gut für alle. Warum begreifst du das denn nicht? Es könnte ein ganz neues System daraus entstehen und wir werden es in Gang bringen. Aber nicht mit mir.